Was geht YouTube? Chris hier zurück mit einem neuen Escape from Tarkov Video, vor allem einem neuen How to Escape from Tarkov Video. Und wie ihr sehen könnt, sind wir schon wieder zurück auf der Factory. Heute möchte ich euch auf der Map Factory die Ausgänge zeigen und vor allem aber auch die interessanten Loot-Punkte. Und ich würde sagen, wir starten sofort mal. Ich bin hier am Offline-Spawn. Ich werde auch von hier jetzt einfach mal starten, um euch so einen kleinen Orientierungspunkt zu geben. Ich hoffe, der Punkt ist jedem von euch am besten bekannt. Wie ihr seht, sind wir hier so in der, ich würde es mal die Arena nennen. Hier finden die meisten Fights statt. Hier oben das große 1986 an der Wand. Das ist immer so ein bisschen Orientierungspunkt für die ersten Runden. Und wenn wir vom Offline-Spawn-Punkt kommen, ist der erste Ausgang schon ziemlich nah. Leider hat aber Factory drei Ausgänge, von denen nur einer, ein einziger, ohne den Factory-Schlüssel begangen werden kann. Und ich persönlich habe seit der Beta noch keinen Factory-Schlüssel gefunden. Ich könnte gerade wirklich abkotzen. Aber so ist es halt. Damit muss ich gerade leben. Aber bevor ich jetzt weiter laber, ihr habt gesehen, wo ich rein bin. Wir sind hier hinten vom Offline rausgekommen, hier einmal links rum. Und dann gibt es hier zwei Türen. Die offene Tür ist die zum Ausgang. Und dann bräuchten wir, um hier wirklich auch zum Ausgang zu kommen, einen Schlüssel. Die Tür lässt sich leider nicht aufbrechen. Keine Chance. Der nächste Ausgang ist dann schon wieder ein Stückchen weiter weg. Ich würde sagen, wir laufen da mal ein bisschen gemütlicher hin, um jetzt nicht irgendwie die Orientierung zu verlieren. Und zwar, wir laufen jetzt hier außen rum, das sind die Silos und unten die Grube. Und jetzt sind wir quasi oberhalb des White Light Spawns gleich. So. Kommen wir hier durch und da hinten ist der einzige Ausgang, den wir ohne Schlüssel erreichen können. Vielleicht merkt ihr euch, um den Ausgang wiederzufinden, hier diesen Aufgang zu den Büros, dann die ganzen grünen Lichter drumherum und diese langen Rohre hier. Und zwar ist dann der Ausgang, wenn wir einmal hier durchgehen, gibt es hier hinten noch eine Tür. Und hinten in der Ecke ist dann der Ausgang. Und jetzt, weil das der einzige Ausgang ist, den man ohne Schlüssel begehen kann, ist es natürlich auch wahnsinnig gefährlich, den zu nehmen, weil jeder... jetzt muss ich aufpassen, dass ich keine Ausdrücke verwende, aber Leute, die nichts anderes machen, als sich eben an einem Ausgang setzen und dann die Leute wegratzen, die zum Ausgang kommen wollen, die würden dann hier irgendwo campen. Also meistens irgendwo hier, ne? Dann hören sie die Tür geht auf und holen die dann weg. Oder direkt, wenn man hier reinkommt, gleich hier in der Ecke und wollen euch dann wegholen. Also da müsst ihr wahnsinnig aufpassen. Das ist so der Ausgang, den man wirklich nur in der Anfangszeit nimmt, solange man eben keinen Factory Key hat. Und der nächste Ausgang, der ist jetzt gar nicht so weit weg. Ihr erinnert euch alle an den Gabelstapler-Spawnpunkt. Ups. Dummdi-dumm. So, hier drin ist Gabelstapler-Spawn. An den könnt ihr euch alle erinnern, wenn ihr das Spawnpunkte-Video gesehen habt. Und wenn wir hier die Treppe runtergehen, ist der Ausgang schon direkt hier. Also direkt unterhalb des Gabelstapler-Spawns ist ein Ausgang. Und den könnt ihr leider auch nur mit Schlüssel erreichen. Wie ihr seht, komme ich da selber gerade noch nicht rein. Aber ich hoffe irgendwann, ich werde mir Mühe geben, einen Factory-Schlüssel zu finden, denn der ist ziemlich wichtig. Nicht nur auf der Map, man kann ihn auch auf Customs ziemlich gut gebrauchen. Und ich würde sagen, wenn wir schon hier am Gabelstapler-Spawn sind, dann fangen wir hier an mit den interessanten Loot-Spawn-Punkten. Hier in der Ecke jetzt erstmal nichts Wildes. Solche Jacken, die kann man durchsuchen, das habt ihr sicher schon festgestellt. Und in vielen dieser Jacken kann auch mal ein Schlüssel drin sein. Meistens sind es aber solche Snacks und Zigaretten und so weiter. So, ich wäre jetzt auf jeden Fall, würde mit Diabetes rausgehen, wenn ich da alle Snickers einsammle, die da drin sind. Ja? Übertreib's nicht. Übrigens, kleine Info, die vielleicht ganz interessant ist. Wenn ihr solche Sachen zum Essen findet,
Dann esst die, wie bekloppt. Es gibt nämlich einen Skill, den ihr durch Essen und Trinken im Raid hochleveln könnt. Und wenn ihr den komplett aufgefüllt habt, dann verliert ihr über die Zeit nicht eure anderen Skills. Das heißt, wenn ihr bestimmte Skills hochlevelt und ihr spielt eine Weile nicht, dann verliert ihr die Fähigkeit wieder nach und nach. Und wenn ihr diesen Metabolism, heißt der Skill, glaube ich, wenn ihr den hochgelevelt habt, dann könnt ihr von den anderen Skills eben nichts mehr verlieren. Das heißt, immer wenn ihr was findet, im Raid einfach fressen und trinken, natürlich. Okay, wir waren jetzt hier hinten beim Gabelstapler-Spawn. Hier sind wir wieder an dem einen Ausgang, von dem ich erzählt habe. Und jetzt würde ich sagen, geht's auch schon los mit den Loot-Spawns. Wir haben hier oben erstmal eine grüne Kiste. Die grüne Kiste habt ihr sicherlich auch schon alle festgestellt. Da sind Waffenparts meistens drin. Oftmals auch Munition und solche Geschichten. Ja, ich habe natürlich jetzt hier die Glückskiste erwischt. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, da waren jetzt drei schöne Magazine drin. Da könnt ihr auf jeden Fall schon mal loslooten. Dann haben wir... Wenn wir hier durchgehen... Ups, Blödsinn. Da ist die Tür. Wenn wir hier durchgehen, nochmal zwei grüne Kisten an der Stelle. Also ihr werdet in diesen Kisten keine Waffen finden oder sowas, aber halt Waffenteile, und die lassen sich sehr, sehr schön verkaufen, beziehungsweise für eure eigenen Mods selbst nutzen. So, dann hier hängen wieder ein paar Jacken an der Wand. Ups, da war ich gerade. Hier hinten kommen wir jetzt durch. Dann haben wir hier noch eine grüne Kiste. Das ist jetzt bei den Silos so als kleiner Orientierungspunkt. Broken Fence nennen den Punkt hier viele. Dann diese Schränke hier an der Seite. Natürlich, wenn ich es euch zeigen will, ist wieder nichts drin. Aber da können interessante Sachen drin spawnen. Häufig Medic-Zeug. Dann hier auf dem Ding. Das ist jetzt nur Schrott. Dann haben wir hier hinten das 1986 an der Wand. Links ist wieder Offline-Spawn. Hier unten haben wir eine grüne Kiste. Und hier drin haben wir unseren Freund, den wir looten können. Hier spawnt zum Beispiel ein AI-2 und da unten sogar ein Car-Medikit. Perfekt. Sowas ist schön. Und wenn wir gleich die Treppe hier hochgehen, haben wir auch wieder eine grüne Kiste. Und zwar an der Stelle, die können wir ebenfalls looten. Und dann sind wir schon wieder am Ausgang vom Offline-Spawn, also hier. Und die nächste grüne Kiste, die wir finden können, ist direkt hier unten. Da, wo das grüne Licht leuchtet, da haben wir eine. Und das gleiche gilt für ein Stockwerk höher. Da haben wir sogar zwei grüne Kisten. Ja, das auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt wird es interessant, wenn wir in die Offices reingehen. Hier unten noch eine grüne Kiste. Und dann gehen wir mal durch die Umkleiden durch. Hier links auf jeden Fall immer reingucken. Jetzt liegt hier ein Magazin und ein Verband. Manchmal liegen hier ganze Waffen. Verband. Feuerzeug. Das sind so Sachen, die man auf jeden Fall mitnehmen kann. Also ruhig immer in die Schränke reingucken, da kann immer was liegen. Auf die Bänke gucken. Das gleiche hier. Na, da war keine offenen. Auch mal hier durchgehen, und der meist interessanteste Spot ist der hier. Da liegt jetzt auch wieder ein Magazin drin. Ja, meistens liegen da wirklich so schöne Waffenteile oder irgendwelche Salevas, also Medikits, da auf jeden Fall auch mal durchgehen, wenn ihr die Zeit natürlich habt. Und der interessanteste Punkt hier auf der Factory Map ist tatsächlich der Gang hier. Hierfür brauchen wir jetzt leider auch wieder einen Factory Key, den ich nicht habe. Aber wenn man da reingeht, links können direkt auf dem Boden teilweise richtig gute Waffen spawnen. Also wenn ihr den Schlüssel habt, da immer wieder reingucken, das kann sich lohnen. Dann haben wir hier, oh, guck mal das an. Es dürfte ein Schalldämpfer sein. Und es ist auch einer. Ja, das wäre jetzt ein Schalldämpfer. Wenn ich nicht offline wäre, hätte ich Glück gehabt. Aber habe ich natürlich nicht. So, dann gehen wir hier rein. Das nennt man übrigens Breaching. Das ist eine Tür, die man aufbrechen muss. Hier liegt jetzt ein Verband. Manchmal liegen hier ein paar andere interessante Sachen. Da einfach auch immer reingucken. Natürlich im Clan darüber sein. Hier wäre jetzt Munition. Im Clan darüber sein, dass die Scheiße jeder hört. Und jeder weiß, wo ihr seid, weil nur die eine Tür hier so aufgebrochen werden muss.
Dann haben wir noch Türen, die man nicht aufbrechen muss. Die können wir hier ganz einfach begehen. Das ist so das Büro. Und das Wichtigste, was wir hier haben, ist einmal der Safe. Den Computer hier links kann man leider nicht durchsuchen, warum auch immer. Wenn ihr irgendwo Computer seht, versucht die immer zu durchsuchen. Da sind häufig Computerparts drin, die ihr richtig schön verkaufen könnt. Aber hier, ich weiß nicht warum, aber diesen PC, das ist jetzt wieder der Safe. Den PC kann man definitiv nicht durchsuchen. Mir ist es zumindest noch nicht gelungen. Natürlich auch den Tisch absuchen. Ja, da hat einer sich geheilt, zumindest versucht. Hier hinten in der Ecke wieder Jacken. Die Flächen wieder absuchen, ganz klar. Und das sind unsere zwei Schatzkammern hier. Weil diese Aktenschränke enthalten relativ häufig, beziehungsweise man kommt eigentlich fast nicht dran vorbei, ohne dass da ein Schlüssel drin liegt. Leider in den meisten Fällen die Schrottschlüssel, die man in den Dorms braucht. Also auf Customs in den Dormrooms. Oh, das Werkzeugset, das ist ziemlich geil. Häufig verkauft. Einer der Händler verkauft für 3 oder 4 dieser Dinger eine AK-74N. Also eine ziemlich geile Waffe. So mehr oder weniger das M4-Äquivalent der Russen. Ja. Mal gucken, ob wir hier offline einen Factory Key finden. Da würde ich ja fast ausrasten, ne? Naja, aber das ist jetzt zum Beispiel Schlüssel für Raum 214. Ein mir unbekannter Schlüssel, wie kann das sein? Auf jeden Fall kein Factory Key. 306, den habe ich doch schon 1000 Mal gesehen. Wahrscheinlich immer wieder offline examined, das kann natürlich sein. Ja, da war jetzt auch nichts. Wir gehen den Schrank noch einmal so zum Spaß durch. Mal gucken, was da so noch drin rumfährt. Grüner Tee. Wie gesagt, grünen Tee auch trinken, wenn ihr es findet. Einfach Rechtsklick drauf, Use All. Und dann skillt ihr euch beim Metabolism Skill hoch. Ja, okay. Also die Aktenschränke hatten es jetzt nicht so besonders in sich, wobei dieses eine Werkzeugset schon ziemlich gut ist. Auch ziemlich viel wert sein kann. Aber das war's dann schon. Und das waren jetzt die wichtigsten Spawnpunkte auf Factory. Arg viel mehr bekommt ihr leider nicht zu Gesicht. War ich mit euch da drüben? Ihr seht da unten die grünen Kisten. Ich glaube, ich war mit euch dort. Also ich glaube, ich habe es euch gezeigt. Wenn nicht, dann seht ihr jetzt, da unten sind grüne Kisten. Da kann man auch nochmal looten. Und hier geht die Treppe hoch auf die sogenannte Brücke. Und von hier aus... Na, Dankeschön. Danke für... Oh! Okay, ich habe mir definitiv was gebrochen. Damit können wir das Video auch schon beenden. Ja, ich war mit euch hier. Sage ich doch. Also hier wird es hochgehen auf die Brücke. Und über die Brücke dann auch in die Büros. Okay, das waren jetzt so die wichtigsten Spawnpunkte, die wichtigsten Loot-Spawnpunkte auf Factory in Escape from Tarkov. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Ich wünsche euch, dass ihr mehr Glück habt wie ich auf der Jagd nach einem Factory Key. Ein wichtiger Punkt, wo dieser Factory Key auch spawnen kann und sehr, sehr häufig auch tut, sehr, sehr häufig in Anführungsstrichen, ist auf Customs in den Dormrooms an der Rezeption quasi. Also da immer wieder, da steht ein Fernseher und auf dem Tisch, da habe ich damals jedes Mal, wenn ich meinen Factory Key gefunden habe, dann habe ich da gefunden. Und ja, jetzt sind wir aber endlich am Ende vom Video. Danke nochmal fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst ein Dislike da und kommentiert einmal ganz kurz, damit ich weiß, was Phase ist und mich für die Zukunft verbessern kann. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als haut rein und tschüss.